sind nicht nochmal extra. Ja, und die sind auch nicht. Es sind 24 Booster, also 48 insgesamt. Ja. Mit 7 Karten aber halt. Okay. Da weiß ich aber auch nicht, wo die Ultra Rare ist. Aber egal, ja, machen wir erstmal hier Unmod. Ganz hinten. Ganz hinten. Ja. Das heißt, wenn ich die aufmache, dann ist die quasi. Warte, dann ist die oben oder unten. Also, wenn du die Rückseite von den Karten oben hast, dann ist die oben. Okay, perfekt. Das heißt, ich kann sie so nach vorne zeigen mit der ersten Karte. Ja. Die ist dann nicht die Ultra Rare. Okay, perfekt. Genau. Cool. Ja, das ist ja super. Easy. Oh, das ist jetzt weird, weil ich bin jetzt, hier bin ich links von dir und da bin ich rechts von dir. Egal. Ja, ja. So. Dann, ja, mache ich mal Unmod für YouTube, lol. 3, 2, 1. Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Pack-Opening. Yay, Ghost from the Past war ja ein Erfolg und deswegen habe ich mir den netten Dude hier hergeholt, den Andi, ne? Ihr kennt ihn bereits. Der Glücksbringer wieder am Start. Mal schauen, ob wir wieder beim dritten Booster was Geiles ziehen. Wir packen natürlich Ancient Guardians aus, das aktuelle Display. Vor allem, weil mich dieses geile Viech und dieses geile Thema interessiert. Scheint auch sehr, 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 sehr stark zu sein, weil man mit zwei Karten einfach ein FTK machen kann oder sogar zwei verschiedene. Dazu gibt es ja einige Videos. Ich habe bei Team Samurai X habe ich zum Beispiel mir die beiden angeguckt und der zweite FTK, der erste ist halt so Meta, lame, normal und der zweite war so richtig so, what the fuck, einfach nur. Der erste ist halt kein FTK, es ist einfach nur ein starkes Board, den er. Ja, einfach ein starkes Board, aber. Ein FTK, ja. Quasi ein Insta-Win-Board, mehr oder weniger, und das zweite ist dann wirklich so, ja, 8000 Damage einfach so, First Turn, okay, cool, Counterplay ist da, nicht. Naja. Naja, gut. Na, Handtraps. Ja. Und so können das ja schon aber regeln, das ist aber bei jedem so. Gut. Warte kurz, noch Ansage dazu. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das Synchro-Monster demnächst dann verboten wird. Das dürfte mit der nächsten Band das gehen. Der Phantasmalord, oder wie? Ja, genau. Ja. Ohne den funktioniert das nicht. Ja, ja, das glaube ich auch. Ludwig schreibt, ob wir gerade schon geöffnet haben. Ich bräuchte. Ne, Kartenliste brauche ich eigentlich nicht. Ich glaube, die meisten wissen, was drin ist. Es werden auf jeden Fall die angekündigten Abyss-Karten drin sein, Ursaktik ist drin und Solfacord heißen die, glaube ich, im Deutschen. Genau. Und ja, das Witzige ist, Ludwig wollte tatsächlich Ursaktik nehmen. Ich habe mir irgendwie schon fast gedacht, dass einer von euch beiden sich das gönnen wird. Solfacord wäre auch ein interessantes Pendelthema für gewisse andere Personen. Und. Hm. Nee? Okay. Nee, weil erstes Pendel ist nochmal eine andere Beschwörung. Ja, aber theoretisch, ne? Es geht wieder so in die Richtung mit Musik und hatte schon das musikalische Deck. Ja, stimmt, stimmt. Okay, hier steht jetzt noch eine Vollkarte in jedem Boosterpack. Was ist genau? Eine Voll, also irgendeine Vollversion oder wie? Eine Holo halt, also entweder eine Super Rare, eine Ultra Rare oder halt die Collector's Rare. Ja, dann machen wir einfach mal auf, ne? Easy peasy. So. Und so sieht das geile Display aus, wenn man es aufmacht. Ich will nur ganz kurz flexen, lol. Alles gut. Falls ihr mein letztes oder mein erstes Pack on me verpasst habt und diese wunderschönen Pull und diese wunderschöne Karte hier noch nicht gesehen habt, schaut euch das Video an, in der Beschreibung verlinkt, lol. So, Flex muss am Start sein, ist klar. Habe ich schon sehr, sehr viel Luck gehabt auf jeden Fall. Ja, wer bist du, schreibt Johannes. Ja, ich bin irgend so ein ganz unbekannter Dude. Also bin ich ja wirklich lol. So, machen wir mal beide Displays. Ja! 48 Booster, Andi. Glaubst du, ich kriege die Collector's Rare? Schwierig. Ich habe mich das nicht so ausführlich mit befasst. Schön wär's auf jeden Fall. Sehr viele Collector's Rares da drin. Also Octoabyss als Collector würde ich nicht hinein. Da würde ich mich sogar echt strugglen, ob ich den verkaufe, aber ich würde es wahrscheinlich trotzdem tun, weil ist halt schon Money. Ja. Aber den würde ich dann wahrscheinlich also direkt verkaufen, einfach um den Gewinn hier wieder reinzufahren. Wobei, ich weiß nicht, lohnt sich Graden bei Collector's Rare? Nee, ich glaube nicht, gell. Die meisten Collector's Rare, die kriegen hier so eben 50 Euro oder sowas. Ja, aber wenn ich. Ja, okay, dann ist die nicht so selten wahrscheinlich. Also nee. So auf 3, 4, 5 Displays wirst du schon eine kriegen im Schnitt, nehme ich mal an. Könnte gut sein. Gut. Ja. So drei, ich glaube bei dem letzten mit. Sieht man das gut? Oh, ich muss ja aufpassen, dass ich es genau in die Mitte zeige, weil ich ja.
Diesmal könnte der Autofokus sogar funktionieren. Self-Accord, ich kann's. Achso, Andi, hast du es auch spiegelverkehrt? Warte, zeig mir mal. Self-Accord, Ton halt. Aber bei dir ist es richtig rum. Okay, im Stream ist es auch richtig rum, weil dann ist es nur für mich spiegelverkehrt. Was ist das denn? Da muss ich ja fast schon in meinen eigenen Stream gucken. So. Perfekt. Bin im Lurking Job, also gleich erst Chat aktiver trotzdem da für den Algorithmus. Nice. Ja, Solfekord Tonleiter. Ja, theoretisch hätte ich. Also wäre es auch. Also ich habe ja immer Bock auf fast jedes Yu-Gi-Oh! Deck. Ja, also es wäre halt wieder so ein Pendel-Deck, weißt du? Und es sieht cool. Also ich finde diese Musikantinnen ganz teilweise richtig hübsch, ne? Muss man schon sagen. Ich habe hier nur. Oh, ich merke, ich habe hier keinen Platz für diese Karten. Aber gut, dann teile ich die einfach nur in drei Kategorien ein: in Reptil und Octoibis, Solfekord und Ursaltding und dann passt es schon. Weil da ist er eigentlich auch nicht mehr drin. Also, wie gesagt, eine Menge Reptil-Support ist drin, was reprintet wird, was ein bisschen den Platz in Anführungszeichen für die Octo-Edit-Karten wegnimmt. Wie jetzt zum Beispiel eben diese Karte hier: Opfer für den Schlangengott. Schöner Reprint auf jeden Fall. Ist jetzt ein bisschen eine nette Karte, aber. Oh, wait. Ah, ne, ja, doch. Man zerstört quasi ein offenes Reptilmonster, das man kontrolliert, und zwei andere Karten vom Gegner. Ist ganz nett, aber ich glaube, man spielt die jetzt nicht unbedingt. Genauso wie die Wiedergeburt der Viper. Ist eine sehr alte Karte, glaube ich auch, genauso wie die Falle. Ja. Aber es sind eigentlich. Ja? Also, dazu muss ich sagen, die Wiedergeburt der Viper, die kam damals mit dem Reptilianisch-Thema. Sieht man ja, da ist ja dieses eine Reptilianisch-Monster drauf. Lange Gottheit. Das müsste sogar noch ein bisschen älter sein, wenn mich nicht alles täuscht. Das kann auf jeden Fall gut sein. Ja, wie gesagt, Reptil-Support ist da. Das ist so mit einer der besten, weil dadurch kann man gewisse Reptil-Kombos enablen. Den König der wilden Kobolde, ne? The King of the Feral Imps. Man kennt ihn. Generisches Monster zum Searchen im Extra. Das ist ein bisschen so wie der Giergagan für Maschine, nur halt für Reptil in dem Fall. Und der ist. Ja, der ist halt generisch. Du brauchst zweimal so Stufe 4, du brauchst nicht mehr Reptil für ihn. Nein. Ah, wir haben noch einen dritten Stapel, und zwar da sind so ein bisschen diese Laster-Pendel-Karten drin oder die Drachobezwinger, also die, genau, den Stapel gibt es auch noch. Ja, ist ganz nett. Ja, und da haben wir schon einen ersten Ursarktisch, den ursarktischen Mega-Grizzly, aber der wird wahrscheinlich auch nicht so selten da drin sein, habe ich schon gesehen. Nee, ist auch eine Rare. Also. Genau. Also ich habe auf jeden Fall schon das eine Display gesehen von Trader, glaube ich, war es. Genau, da habe ich ein bisschen durchgeskippt und habe dann tatsächlich alle Octo-Edit-Karten, die er gefunden hat, oder eigentlich auch sogar die alle Reptil-Karten, in EduPro reingehauen und habe dann so ein bisschen abschätzen können, welche Karten oft vorkommen und welche nicht. Und ja, wer hätte es gedacht, bis auf die Ultra-Rares kommen sie ziemlich alle mehr als dreimal vor in einem Display. Also, die meisten, du wirst meistens im Playset von den normalen. Nee, von den normalen Reptilkarten kriegen. Also Abyss ist natürlich schon seltener, aber wie gesagt, wurde ja ein bisschen Platz gemacht. So. Ursarktik, Solfekord, der Rest und Reptil und so. Und dann haben wir die erste. Es sind ja immer Ultra Rares, ne? Die letzte Karte. Nein, Super Nein? Rares. Super Rare. Also vier Ultra Rares in einem Boost Display. Und dann der Rest ist Super Rares. Okay, dann haben wir hier ein Ursarktik-Monster, wie ich sehe. Ja. Aber das ist. Autofokus, ja. Ursarktischer Mick-Grizzly. Yay. Gut. Ich schmeiß mal die Pakete einfach auf den Boden, lol. Joa. Ja, worüber könnte man denn so reden? Ich kann ja einfach so machen, glaube ich, erstmal. Surfer-Code, Musik. Dann haben wir da den Laster-Pendel. Ich bin ein bisschen dumm. Weil eigentlich hätte ich meinen Lasterpanel auch verkaufen können, weil der war noch eine Menge wert vor diesem Reprint hier. Aber gut, jetzt habe ich ihn halt auch mehrmals und er ist nicht mehr viel wert. Und das wird vermutlich auch nicht dein letzter gewesen sein heute. Ja, ja, der ist leider sehr, sehr oft am Start. Genauso wie der magische Spaßvogel Paladin, der aufsteigende Drachenbezwinger, der eigentlich ein ziemlich witziges Artwork hat, aber halt irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ob der gut ist, aber er sieht ziemlich useless aus. Ich glaube nicht, also ich finde den Faktor so nicht. Ist ein Pendel, also ist ein Xi-Monster für Pendel, ja. Ja, da haben wir endlich meinen ersten Achtheitsmonster, den Phlogos, der Achtheits unbezwingbare, aber ja, der wird sehr, sehr oft hier drin vorkommen. Ja. Mann, der Autofokus ist aber heute auch ein bisschen faul, aber wenigstens besser als Ghost from the Past, Amina Koyum. Ja, ist okay. Ja, nee, ich will ja zumindest beim ersten Schein die Karten immer zeigen. Ja, warum geht das jetzt nicht? Egal. Ja, Phlogos, ihr wisst, wie Phlogos aussieht.
und was er kann, mehr oder weniger. Ja, ja, dann haben wir einmal Sonnenaufgang über Ayers Rock, ne? Random Ungeheuer Support. Bitte für die US-Arktik auch. Weil die Ach so, ja, dann lege ich das mal da dazu. Stimmt, die sind ja Ungeheuer, das passt eigentlich. Dann ist doch nicht so random. Solfecord Gala haben wir am Stissel. Ja, die haben einige Zauber- und Fallenkarten, wie man sieht. Und Nunu, der Achtheitsüberlegende. Eines der wichtigsten Monster des Themas. Ja, das stimmt. Wenn nicht sogar das wichtigste Monster, genau. Weil er milt sich, du kannst dann ein finsternes Reptilmonster vom Deck milden und dann kann er sich vom Friedhof direkt specialen, wenn du ein keine Monster kontrollierst oder ein Achtheitsmonster kontrollierst. Also, ja, ziemlich free quasi und er ist Stufe 4 Licht, das ist halt schon sehr lecker auf jeden Fall. Ja. Free Special Summon und Mill, was will man mehr? So. Sollen wir es eigentlich mal probieren, dass du deine Kamera so kippen könntest, dass sie praktisch die Karten in deiner Hand zeigt, weil es dauert eigentlich schon immer recht lange. Nee, aber ich kann ja einfach so machen. So, wir haben einfach wirre Augen noch. Dann haben wir einmal den Achtheitsursprung. Der Field Spell. Jo, den man überhaupt nicht spielt, den ich sogar sehr, sehr schwach finde, weil du einfach Lair of Darkness spielen könntest und es wäre viel besser. Okay. Also ich werde auch safe eine Lair of Darkness-Kombo spielen, aber weil ich Lair of Darkness habe. Dann haben wir einfach mal Soa, der Achtheitsüberlegende, glaube ich. Überlegende? Unermessliche, genau. Das ist die andere Stufe 4, die halt quasi eine Stufe über den Schlangen drüber liegt. So, und noch eine Solfecord Gala haben wir hier. Jo, und dann haben wir einmal den bösen Drachen Ananta, auch reprinted. Ist ganz witzig. Kann man bestimmt auch einmal spielen. Der kriegt dann eine Menge Angriffspunkte für die Reptilien im Friedhof, die du banishst. Aber ja, wer macht es schon, ist halt jetzt nicht so krass. So, Version daheim rumliegen. Ja, ja, das weiß ich noch. Du hast ja damals so ein. Also aus heutiger Sicht natürlich ein schlechtes, aber damals so deinen Reptilhaufen zusammengemacht und hast ein Reptildeck gehabt. Grausam. Ja, aber das wird ja auch. Da haben wir einmal den Zahlungnamen. Jetzt habe ich zum Beispiel schon gespoilert. Ups. Das muss ich irgendwie anders machen nächstes Mal. Ja, ein Zahlungnahme kann ich auf jeden Fall auch gebrauchen. Das ist irgendwie ganz cool für mich. Vor allem jetzt auch in dem Deck, in Achtheit. Aber auch so generell Stufe 8 wegschmeißen für zwei Karten ziehen, ist schon ganz cool. So, meine Super Rare ist die Solfecord Harmonie. Ja. Ist der Field Spell. Also Solfecord wird wahrscheinlich sogar der größte Stapel hier werden. So wie es also jetzt schon aussieht. Ja. Aber das ist ja per se nicht schlecht, weil dann baue ich mir vielleicht einfach mal ein random Solfecord-Deck. Man weiß es nicht. Ja, dann haben wir einmal den. Jetzt muss ich darüber schauen. Usagtischer Mega Bär? Mega Grizzly? Mega Kragen. Ja, mein Gott. Ja, du kannst ja gerne mal ein bisschen was erzählen, wie Usagtik funktioniert. Ist ganz witzig. Ja, also es ist ein Synchro-Deck. Und zwar ein Deck, das sich darauf beschränkt, nur mit Monstern, die eine Stufe zu haben, zu arbeiten. Sprich, man kann in dem Deck keinerlei Link- oder Xyz-Monster hernehmen. Und das Target sind halt Synchro-Monster und die werden aber nicht als Synchro-Beschwörung beschworen, sondern immer als Spezialbeschwörung. Und zwar, indem man einen Empfänger und einen Nicht-Empfänger-Monster nimmt und die Differenz von deren Stufen muss der Stufe des Synchro-Monsters entsprechen. Also quasi die Dark Synchro aus dem Anime, wo man quasi nicht Plus rechnet mit den Stufen, sondern Minus. Also die hohen minus die niedrige und dann kommt man auf das Synchro-Monster. Ist ganz cool. Genau. Ludwig hat auch irgendwie gemeint, du kannst die Effekte von den Usagtik-Monster oder zumindest das, was das Deck macht, auch im genischen Zug machen. Also es ist sehr anscheinend sehr interaktiv. Oh, genau, habe ich mich da. Das weiß ich jetzt auch nicht. Wir haben ja einmal den Achtheitsruf, der ist ganz nett, weil er halt zwei Schwimmmarken rauskotzt. Oder wenn du halt acht verschiedene Achtheitsmonster hast, also eigentlich fast alle, weil die sind glaube ich neun verschiedene, dann kannst du zwei Reptilmonster mit Uschi-Namen als Spieler vom Friedhof noch stattdessen beschwören. Also statt den Spielmarken. Ist auf jeden Fall eine coole Fallengarde, kann man nichts meckern. Ist auf jeden Fall eine Falle, die man spielen kann. Haben wir einmal den Topf der Reichtümer, der ist ganz cool. Vermutlich. Ja, nie, es gibt den Topf der Ganzheit oder wie der heißt, der ist ultra bad, der zwei Handkarten ins Deck mischt und nichts macht. Das ist der schlechteste Topf, aber das hier ist quasi einer der schlechtesten
spielbaren Töpfe, weil der halt nur für Pendel ist. Aber ich finde, man könnte ihn spielen. Das ist nicht mal das Problem an ihm, weil an sich der erste Effekt beim Ziehen, du mischst drei Pendelmonster vom Extra Deck oder Friedhof zurück ins Deck und ziehst zwei Karten, voll okay, aber das Problem ist dann auch die Einschränkung, nur noch Pendel beschwören. Genau, du kannst keine Spezialbeschwörung dürfen auswählen. Das ist das Dumme an der Karte, weil ansonsten wäre die Karte tatsächlich ziemlich geil, um Pendel zu supporten. Das wäre absolut konstant und würde man sie bestimmt öfter im Pendeldeck sehen, aber diese Einschränkung ist. Dann haben wir einmal Mi-Sol-Verkord. Warte, Mi-Sol-Verkord, ja. Elitea, genau. Ja. Ist bestimmt eine, die Manix sehr gut gefallen könnte. Der steht ja irgendwie auch so. Mama Blümchen mit Brille. Lol. Ja, gut, dass ich eine von meinen drei Schlangenregen wieder verkaufen konnte, weil hier kommt Schlangenregen, der Reprint. Ich bin natürlich auf jeden Fall minus Young, ne? Als das Thema angekündigt wurde, habe ich mir direkt hier 5 Euro jeweils die drei Schlangenregen gegönnt, also 15 Euro insgesamt. Und bin jetzt die eine oder die zwei, also eine habe ich noch für, ich glaube, 2 Euro jeweils losgeworden. Das ist schon sehr für ein Ass, weil, ja. Hab die reingesetzt für 4 und dann ist die jeden Tag um oder fast jeden Tag um 1 Euro runtergegangen. Das war dann, ey, also ist halt natürlich dann scheiße so. Aber ja, klar, also bei der Karte weiß ich auch nicht, ob die dann noch nicht limitiert wird, wenn. Ne, wenn das eskaliert, das Reptil-Thema, das neue. Ja, das Problem ist, für den FTK brauchst du ja schon. Ja, genau, für den FTK brauchst du nicht. Also, aber das ist ja wieder so wie Blockdrache. Das ist so eine Karte, die halt schon hart plus macht eigentlich. So, haben wir hier nochmal Venominon, den man ja theoretisch jetzt auch spielen kann. Und der früher ja eine Giftkarte war, weil er ja Gift im Namen hat. Und jetzt steht da, jetzt haben die reprintet und erratet, dass die Karte wird nicht als Giftkarte behandelt. Warum? So, Gift ist absolut, das ist doch eine der schlechtesten Themen, die es gibt. Und dann nimmt man ihnen quasi die beiden Bossmonster, Venominon und Venominaga. Ich kenne das Gift-Thema nicht mal so scheiße. Das Gift ist, also. Ist echt scheiße. Also gönn dir mal. Creepfin hat ja ein Video mal dazu gemacht. Gönn dir mal das Gift-Thema so. Die wollen mit Giftzellmagen arbeiten. Sind übel scheiß schlechte Monster. Haben nicht wirklich eine Engine. Also die funktionieren nicht mal. Die sind halt so. Keine Ahnung. Die sind halt einfach kacke. Und. Okay. Ja, wollen halt auch Venominon oder Venominaga raus. Die ja eigentlich die Bossmonster sind, indem du irgendwie Reptilmonster im Friedhof hast und die dann irgendwie. Wegmachst, um die zu rufen. An sich eine coole Idee, aber selbst das Gift-Thema kann ja nicht mal millen. Also das Snake Rain ist doch schon das geilste, aber jetzt kann man die ja theoretisch in dem neuen Reptil-Thema spielen. Werde ich vielleicht doch mal ausprobieren. Und aber ist halt traurig. Und die waren ja für das Gift-Thema geschrieben und jetzt wiederum nicht mehr. Hä, warum nimmt man die denn raus aus dem Thema? Das war so unnötig. Ich meine, das Thema hätte man eh nicht gespielt. So, dann haben wir hier die Achtheitskuhle. Achso, ja, was wolltest du sagen? Ja, vor allem, ich meine, die haben ja auch mit den krassen Kombos von 8 halt eigentlich nichts zu tun. Und wenn man Angst davor gehabt hätte, dass da irgendwie ein FTK oder sowas passiert, dann hat man da jetzt an den falschen Stellen angesetzt. Ja, also, what the fuck. Ja, Marco schreibt, ja moin, Andi gönnt sich Bier, komplett Ehre. Ja, ich bin hier ein bisschen gesünder am Start. So, was mich auf jeden Fall schon abfuckt, sind die deutschen Übersetzungen von den Karten. Achtheitskuhle, what the fuck? Warum heißt das Thema Achtheit? Ich meine, ja, Acht und Gottheit Octo. Gemischt. Octoadic oder. Aber Abyss hätte ich viel cooler gefunden. Octo ist ja auch praktisch die griechische oder lateinische, ich weiß nicht genau, Bezeichnung für Acht. Ich glaube, es war griechisch. Von daher passt das schon irgendwo zusammen. Ja, der Octo. Glaube ich nicht, ich glaube es nur teilen. Also eins von beiden halt. Ich glaube, das ist aber eine geile. Es ist eine gute Ultra Rare, aber nicht für mein Thema, sondern es ist die gute. Sie soll verkort Beautier. Die ja wahrscheinlich eines der stärkeren Monster sein soll des Themas, weil sonst wäre sie nicht Ultra Rare. Also kriege ich auf jeden Fall Hexwerker Madame Vire Vibes bei der Karte. Und sieht auch echt gut aus, wenn mal die Kamera fokussieren würde. Ich glaube, man muss wirklich die Hände machen, ne? So. Ne? Ich glaube, weil die so glänzt, fokussiert es nicht. Meine Fresse. Ja, schön, dass die guten Karten nie fokussiert werden. Also meine Facecam hat ganz klare Prioritäten. Ach so, die T-Solfe-Cord, ja, gell? C-Solfe-Cord, ja. Ja.
Tier. Ja, meine 5-Euro-Karte. Ist nicht schlecht, ne? Ist aber wahrscheinlich die günstigste Ultra-Röhre, wenn ich das schon höre, oh, mit 5 Euro. Was? Mit 5 Euro? Das ist ja nix. Also die anderen gehen schon mehr deutlich. So, zumindest stand ja, gestern. Ein, der US-Arctic ist einen Ultra-Röhre, die geht auf 5 Euro. Also der eine US-Arctic Synchromonster, glaube ich, der geht für 14 oder so. Stand gestern. Hier sind 7 Mal, der andere US-Arctic ist auch wieder 5. Oh, da haben wir eine ursaktische Karte, by the way. Die ursaktische 5-Fach-Ladung ist, glaube ich, eine recht gute Falle, aber wie gesagt, ich habe mir das Thema jetzt nicht wirklich durchgelesen, weil wenn meine Freunde das Thema spielen, lese ich es mir nicht durch, damit ich halt während den Duellen was lerne, weil das halt viel spannender ist. Ja, Vipers Rebirth ist wieder am Start. Dann haben wir tatsächlich nochmal einen Reprint für... Warte mal, ich bin ein bisschen dumm. Ich habe hier tatsächlich ein bisschen was verkackt. So, genau. Noch einen Reprint für für Reptilien hier, Aufstieg der Schlangengottheit. Die, glaube ich, die Venominaga beschwören kann, wenn du einen Venominon. Nee, wenn ein Venominon zerstört wird, außer durch Kampf. Beschwöre eine Venominaga, die Gottheit der giftigen Schlangen als Schwörung von deiner Hand oder deinem Deck. Ich glaube, es war gedacht, man könnte so sagen, hey, man reprintet die Karten, dann kann man die für Anfänger so mit den neuen Reptilkarten spielen, aber ja, ich glaube, im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, dass das zu schwach ist. Das zu tun. Haben wir noch mal einmal den Megakragen vom Usaktik-Thema. Dann haben wir hier eine 8-Teil-Ruf, ne? Gute Fallenkarte, wie ich finde. Damage gleich Reptil, ne? Ich glaube, Andi hat die Karte auch mal gespielt, oder? Früher. Oh, nee. Nee? Die hab ich sogar nicht. Das war eine andere, ne? So eine komische Ausrüstungskarte, glaube ich, hast du gespielt. Irgendwie haben die den gleichen Vibe. Ja, Damage gleich Reptil, ja, wenn du Schaden von deinem Kampf wählst, an dem du einen Reptilmonster beteiligst, kannst du einen Reptilmonster, dessen Angriff kleiner gleich den Schaden ist, den du erhalten hast, als Schaden von deinem Deck beschwören. Aus früherer Sicht gar nicht mal so schlecht, ne? Konntest du reptilianisch gut rausballern durch Schaden, aber ist halt aus heutiger Sicht jetzt nicht mehr so viel wert. Dann haben wir die La Solfacord Angelia, die auch ziemlich cool aussieht, hat so einen leicht weihnachtlichen Touch, auch wenn eigentlich orange ihre Farbe ist, aber so vom Kleid her. Ich find's cool, also bei den Solfacord wird hat meine Facecam gar keinen Bock zu fokussen. Irgendwie hätte ich schon Bock, das zu spielen, einfach weil die so hübsch aussehen, die Karten. Und es ist halt so ein Panel-Deck, was wahrscheinlich auch ein bisschen was kann im Vergleich zu Dynamist, traurigerweise. Wo ist der Dynamist-Support? Ja, das ist halt ein neues Panel-Thema. Ja, also. Eben. Mein Panel ist eh für ein Ass. Oh, das ist die erste Hülle, die ich kaputt gemacht habe. Aber naja. Ja, oder ich spiele Heavy Metal Force, weil ich habe davon jetzt auch mittlerweile sehr, sehr viel und du willst es ja auch spielen. Kann ich dir theoretisch auch spielen. So, einmal Opfer für den Schlangengott, dann haben wir die Achtheitskuhle, dann haben wir hier die Venominaga. Ja, die übrigens auch keine Giftkarte mehr ist. Der Effekt ist viel zu lang. Ja. Ist auf jeden Fall so das Boss-Monster vom Gift, vom ehemaligen Gift-Thema, das jetzt damit offiziell komplett getötet wurde. Das ist schon geil, wenn man die Boss-Monster wegnimmt. Erhält für jedes Reptilmonster in deinem Friedhof 500 Angriff. Ah, sie muss mit Ausstieg der Schlangengötter beschworen werden. Ja, okay, dann braucht man die Fallenherde, ja doch. Die Pflicht. Aber sie kann nicht als tiefe Karte gewählt werden und bleibt von anderen Karten und ihren Effekten unberührt. Ist schon ein sportlicher Schutzeffekt. Wenn diese Karte kaum zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, du kannst ein anderes Reptilmonster in deinem Friedhof verbannen. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung. Ja. Wenn diese Karte deinen Gegenkampf schon zufügt, lege eine Supergift-Zähmarke darauf. Wenn die dritte Supergift-Zähmarke auf diese Karte gelegt wird, gewinnst du das Duell. Also du musst halt quasi nur dreimal Damage machen mit ihr. Und sie darf halt zwischendurch nicht zerstört werden. Genau, also sie kann doch Kampf halt zerstört werden. Das ist so der einzige Outplay. Das ist, ich glaube, so eine Karte gibt's auch nicht wirklich, die halt quasi die besten Schutzeffekte hat, aber durch Kampf zerstört werden kann. Oder? Ja doch, Panzermeister von Dingens. Von Schwarzflügel. Aber es ist eine seltene Kombination an Effekten auf jeden Fall. Haben wir nochmal den Achtheitsursprung. Den Pangatops. Nice. Was wolltest du sagen? Vom Ursprung, glaube ich, hast du jetzt dein Playset schon, oder? Nee, es ist die zweite, soweit ich weiß. Aber ja, Pankratops, ziemlich gute Karte bis heute. Ja. Selbst mit dem Reprint ist halt eine Free Special Summon, womit du quasi, wenn du ihn opferst, nochmal eine Karte schießen kannst. Sie ist Stufe 7 als Free Special Summon, was in gewissen Decks auch ziemlich nice ist. Und 2-6er Beatstick. Also. Würde ich einen nehmen, wenn du. Ja, Ludwig hat aber auch schon gesagt, der hat auch schon 6 Stück oder so. Also die sind nicht selten. Deswegen werde ich da auf jeden Fall ein paar abtreten können. Ja, ja.
hat Ludwig auch sich ein Ding gegönnt von... Hat es dir nicht erzählt? Nö. Lol. Ich dachte, von Ancient Guardians hat er sich jetzt nichts gegönnt. Er hat sich tatsächlich eins gekauft. Aber... Ja, so. Er hat auch mir schon gezeigt, was er für 8-Hits-Karten hat. Da hat er auch ein paar am Start. Mhm. Jetzt nenne ich die auch schon 8-Hits. Ich will nicht, aber es ist halt deutsch. Ja, Feuerritter in den Laden. Keine Ahnung, was die Karte hier drin macht. Und, Pendel-Support. Jawoll. Alert. Ah, stimmt, Pendel-Support. Zeige die Blüte Anzahl Pendelmons in deiner Hand vor und mische den Stack, dann zieh Karten in Höhe der Anzahl der Insekten mischen kann plus 1. Sie geht halt neutral. Okay. Du kannst also keine Karte durch Karteneffekte mehr ziehen, ja gut. Ja. Ist nachladen in besser. Aber bei Pendeldecks brauchst du nun mal deine Pendelmonster auf der Hand und das heißt. Deswegen, das ist halt irgendwie eine schlechte Karte. Ja, Alert. Du halt nun mal nicht deine Pendelmonster her, also. Oder Alert, die Achtheitsfinsternis. Ist auf jeden Fall einer dieser crazigen Stufe 8er, die halt den Gegner sehr, sehr viel Benefit geben, aber das ist ja dafür gedacht, dass man die dann nochmal bestraft mit der König und der Königin. Ja. Genau. Ne, also ich denke mal, das Achtheitsthema muss ich jetzt eigentlich nicht erklären, weil die meisten, die hier zuschauen, eh meine Freunde sind. Ja, Marco, was hältst du vom Thema Cosmo? Keine Ahnung, ist halt an Star Wars angelehnt, ist glaube ich ganz cool, war mal ein Meta vor 2-3 Jahren. Ja, ich glaube, Cosmo ist bestimmt ganz witzig, aber... Ja. Dieses Solfercore-Ding, wie ich es das erste Mal gesehen habe, ich musste sofort an die Arena-Leiter im Pokémon 1/4. Orden denken. Die hat mich so krass an diese Arena-Leiter. Die mit dem gelben Outfit, ja. Ja, genau. Camilla. Ja. Ray Solfercore Dreamier. Sieht ja schon sehr ähnlich, auf jeden Fall sieht auch sehr hübsch aus. Ist eines dieser Schwächeren, die quasi... ich merke schon, worauf die hinaus wollen. Also der Pendel-Effekt war... Pendelbeschwörungen deiner Solfercord-Pendelmonster können nicht annulliert werden. Interessant, ja, interessant. Da gibt's zwei verschiedene, also manche... Ja, das ist bei den meisten Pendeln so. Dass sie nicht annulliert werden können. Und die Großen die haben... Ja, Schutzeffekte gegen Zauberfallen und Monstereffekte. Genau, dass der Gegner halt auch nicht darauf reagieren kann. Was sehr das gut ist. Also echt, das sind gute, solide Schutzeffekte. Kann man nicht meckern. Also zwei verschiedene Effekte beseitigen. Das kann halt der Gegner nichts gegen deine Pendelbeschwörungen machen. Ja. Dann haben wir hier Wirre Augen. Eine sehr gute Pendelkarte, also eine sehr gute Supportkarte für Pendel, finde ich. Also kann man machen. Stimmt, die war damals broken, weil jeder Pendel gespielt hat. Und die ist halt eben dann auch gut, wenn du gegen ein Pendeldeck spielst. Weil du, wenn du 4 Pendelmonster schießt, also in jeder Skala eine, dann kannst du jeden dieser Effekte machen, die da wären. Dann halt eine Wirre Augen hinzufügen, 3, du kannst eine Karte auf dem Spielfeld verbannen, du kannst ein Pendelmonster von deinem Mannequin hinzufügen und 500 Schaden machen. Alle 3, wenn du halt 4 schießt. Das ist schon sehr witzig. Ja. Ist damals, ich glaube, die war sogar auf der Banlist, wenn mich nicht alles täuscht, Wirre Augen. Weiß ich nicht. Die war mal aber kurz. Klar, wenn du natürlich First gegangen bist und dein Gegner auch Pendel spielst und legt sich erstmal seine Zonen voll und dann haust du ihm die Karte um die Ohren. Das tut weh, ja. Mhm. Oh! Ah ne, mega ist. Ich dachte, es wäre ein anderer. Ist so eine Rare. Ich dachte schon, hä? Ja, weil der sieht halt so krass aus. So. Ja. Ah, wieder ein Self-Record. Naja. Aber das ist ein cooles Artwork auf jeden Fall. Kann ich nochmal zeigen. Ja. Oh, jetzt Fokus. Endlich mal. Fokus auch eine Solfercord-Karte. Wer hätte das gedacht? Ja, ich find's cool, dass ich Marco und seinen Kumpel Matze auch so ein bisschen in den Yu-Gi-Oh! Hype zurückgebracht habe. Also die haben sich jetzt sehr, sehr viel mit dem aktuellen, also Matze mehr als Marco, aber beide halt schon mit dem aktuellen Yu-Gi-Oh! Befasst. Sind jetzt auch so auf Link-Niveau und alles. Und das heißt, ich aus meinem Umkreis kenne jetzt schon 1, 2, 3, 4... 5 und dann halt, wenn man jetzt Manik als 5. ansehen würde, dann hätte ich da noch Melvin, Lukas und Adi. Das heißt, ich kenne 7 oder 8 und deine Freundin. 9 Spieler, die Yu-Gi-Oh! Spielen. 9! Hättet ihr euch in eurem Leben vorgestellt, dass ihr jemals so viele Freunde habt, die Yu-Gi-Oh! Spielen? Ich glaube nicht. So, haben wir ja mal den hier. Wirre Augen. Oh, Schädelmeister. Ja gut, habe ich auch 3-mal, okay. Aber ist eine... Ja. Solide Handtrap, spielt Andi, hat Andi sogar mal gespielt gegen mich. Ja. Mit einem Deck habe ich sie drin liegen. Also ich finde die halt, die ist halt
nett. Sehr nischig. Ist sehr nischig. Ist halt gegen Friedhofseffekte. Wenn der Gegner wirklich sehr darauf baut, dann kann sie schon sehr weh tun. Aber sie annulliert halt nur, ne? Das heißt, das ist nur so für den Moment nice, aber wenn du dir dann im nächsten Zug kann er dir wieder, oder viele Effekte können im nächsten Zug wieder gemacht werden. Aber es gibt halt Momenteffekte, die ja nur einmal gehen und wenn du die annullierst, dann ist der Momentum vorbei. Also da ist die schon ganz solide auf jeden Fall. Dann haben wir nochmal Ausstieg der Schlangengottheit. Alter, die Venominaga ist im Deck, ich schwöre. Der Lasterpendel. Jawohl, noch ein Feral Imps. Juhu. Und die Mick, der Mick Gris. Der Mick Kragen. Ne, den hatte ich noch gar nicht. Stimmt. Okay. Danke. Oh. Ah, Ludwig. King Louis 19. Ne, was? 19987. Okay. Ja. Ach, da unten kann ich auch lesen. Ja, danke schön, Ludwig. Es bist wahrscheinlich du, ne? Also, wäre halt schon sehr unlucky, wenn es ein anderer King Louis ist. Nein. Da haut er einen Follower raus, Alter. Spiele ich kein Yu-Gi-Oh! Ja, aber Johannes, habe ich mit dir schon mal Yu-Gi-Oh! TCG gespielt? Ich glaube nicht, weil wir nicht in der Nähe wohnen. Komm genau jetzt wieder und höre das. So, ja, dann sind es halt 10 Spieler, die Yu-Gi-Oh! Spielen. So, böse Dachananter, da haben wir nochmal Camilla. Oh, der Fokus ist auf Camilla, sehr schön. Dann haben wir nochmal einmal Folgos, der im Englischen Flugi hieß. Die Namenänderung, die fucken mich auch noch ein bisschen ab. Dann haben wir einmal Ursaktischer Mega Grizzly. Mhm. Schlangenregen, yes. Und. Nummer 2. Vor 3 Stimme. Und. Nunu. Nunu, sehr schön. Habe ich den schon mindestens zweimal, also ist schon mal nicht schlecht. Nein. Ja, das Sortieren, das ist eh schon für den Arsch jetzt, also ich werde es nochmal am Ende nochmal neu machen müssen, aber passt schon. Auf jeden Fall. Ja, ich mische hier ab und zu ein paar Sachen. Ach so. Ich habe ja jetzt 5 Stapel tatsächlich, aber eigentlich sollten es sogar 6 oder 7 sein. So, von meiner Sortierung aus. So, ein Laster-Panel-Typi, dann haben wir hier die Feuerritter nachladen, dann haben wir Damage gleich Reptil, dann haben wir, oh, die Lichtschlange, die ist auch gar nicht mal so bad. Aber ich verstehe nicht wirklich, was sie in dem Display zu suchen. Ja, ist halt ein Reptil-Support. Falls diese Karte von der Hand auf den Friedhof gelegt wird, du kannst diese Karte zusammen von deinem Friedhof beschwören, kann ich als Synchromaterial verwendet werden. Ja. Spielt man nicht, aber ist halt ein Reptil, der supportet, lol. Somehow. Playset. Und dann haben wir hier die Musik. Und wieder den Mitkragen. Ludwig freut sich, da ist schon jetzt schon eine Stapel, wo wir gerade mal die Hälfte des einen Displays haben, also da werde ich auch einige Karten wieder verkaufen können, das ist auf jeden Fall sicher. Ja, klar, ich hätte auch selber hier gekönnt, hat er das schon draufgezogen. Ja, ja. Also er sagt auch, dass Solverkord und Grizzly vor allem, ursaktisch natürlich viel mehr am Start sind, aber ist ja auch abzusehen, weil durch den ganzen Support, also vor allem, weil das Cover-Thema soll ja auch irgendwas Besonderes sein. Ja, gut. Säuferkopf Musik, die habe ich jetzt auf jeden Fall im Playset. Die Lichtschlange ist am Start. Oh, haben wir nochmal einen Dino Wrestler. Jetzt habe ich auf jeden Fall 3. Also ich besitze jetzt 3. Weil das ist jetzt mein dritter gewesen. Ich habe 2 hier drin, aber halt eine hatte ich noch im Real Life. Also in der Box. Mein, er ist ja eh bloß auf 1 von 3. Ja. Ach stimmt, der ist ja auf 1. Also, ja gut. Ja. Aber je mehr, desto besser in verschiedenen Decks, ne? Haben wir hier nochmal die Ursaktische Karte und Ursaktische Abreise. Ich glaube, die ist auch anscheinend sehr krass für Ursaktisch. Wirf eine Karte ab, füge deine Hand 2 Uhr, sagt ich mal so ein Deck hinzu. Und dann hat die noch einen anderen Effekt. Das hört sich schon gar nicht mal so bad an. Das ist ein sehr, sehr guter Side-Effekt. Der zweite Effekt war, falls du ein oder mehr Monster zu gut anbieten würdest, um den Effekt eines Ursaktischen Monsters zu aktivieren, außer in dem Spielzug, in dem du diese Karte auf den Friedhof gelegt wurde, kannst du stattdessen diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Ist auch nett. Das ist nett, ne? Ist auf jeden Fall gratis Kostenübernahme, so. Ja. So. 24 Booster, 7 Karten. Ja, echt so. Ich warte mal. 7 Karten, 24 Booster. Das sind ja dann 140, 168 Karten in einem Display. Das heißt, ich ziehe heute 634 Karten. Nee, 334 Karten, Entschuldigung. 334 Karten insgesamt. What the fuck? Das ist schon ein Stapel. Egal. Ja. In Zahlungnahme, yes. Böse Rahananda im Playset. Das ist jetzt ein Playset. Das noch nicht. Das ist jetzt safe in Playset. Nee, ich glaube, es war auch das zweite von dem. Und der andere war das. Das war doch nicht der Folgos. Nee, ich glaube, ja, Folgos zweimal. Ich glaube, das ja, kann sein. Und dann den habe ich im Playset auf jeden Fall. Und die Ursaktische Abreise.
So, Alter, das sind schon ein Stapel. Ich habe Angst, dass mir die jetzt hier alle runterrutschen, weil es nicht ganz gerade ist. So. Weiter geht's. Wir machen jetzt Speedrun, bis ein Ultra Rare kommt. Ich glaube, jetzt haben wir jede Karte, die drin vorkommt, gesehen. Also bis auf die Ultra Rares halt. Ja, vielleicht noch nicht ganz, aber ich meine. Sicher? Sie sind jetzt auch nicht so interessant eigentlich. Ja, eben. Gut, das ist jetzt ein Playset. Das ist jetzt auch ein Playset, die coole. Die ist jetzt safe auch ein Playset. Und mein Playset, der Inzahlungnahme. Und eine osaktische Mikas. Okay, ist aber nur eine Super Rare, also wird die jetzt nicht so heftig sein. Aber ist trotzdem gut. Das ist, glaube ich, eine neue Karte hier für mich. Ja, Ursaktisch ist alles neu und die hattest du heute auch noch nicht. Ja. Ach, echt? Wer ist Ludwig? Geil, sind noch nur 12 Stunden zu mir, kannst du mal eben für ein Zuhörer mit Ursaktisch Karten. Ja, Ludwig, natürlich. Wenn du mir deine geilen Octo-Addict Karten gibst. Octo-Addict! Wie der Sam sagt, lul. So. Ja moin, die Venominaga als zweites, Playset Feuerritter nachladen, schmeckt. Das fast zweite Playset von Ding, die gute Gala. Dann haben wir hier jetzt den Playset der Fallenkarte, den Ruf. Und der Ursaktische mit Grizzly. Ja moin. Ja, also Ursaktik ist da, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, Ursaktik ist da. Junge, die Packs auf dem Boden häufen sich auch schon langsam. Also dann später nochmal mit dem Staubsauger drüber gehasselt. Spaß. Ja, oh, scheiße, nein, nicht unter den Schreibtisch. So. So, dann haben wir nochmal eine Elitea. Der ist jetzt aber auf jeden Fall im Playset, der Folgos. Der Flogos, Alter, egal. Der ist auch im Playset. Der ist auch im Playset. Den haben wir jetzt ein zweites Mal? Könnte auch ein Playset sein. Die ist im Playset. Und da, das müsste, glaube ich, vom Artwork her meine Liebste sein. Die soll verkort Gracia, weil die hat die Farbe lila und die sieht schon sehr nice aus. Jetzt würde ich gerne den Fokus haben, bitte. Computer sagt nein. Facegame sagt nein. Was? Naja. Muss ich die schräg halten vielleicht? So, ein bisschen. Egal. Das ist einfach mal eine schöne Karte. Erinnert mich auch ein bisschen an Genshin Impact. Gut. Das sieht schön aus. Ach, das ist übrigens auch ein Wasserthema, sehe ich. Na, nee, nicht. Wasserwind. Die haben alle Themen. Ja. Okay. Gut. Weil die ersten fünf Wasser. Man könnte auch die Karten von Spirit Charmers wieder spielen, die 400 für jede Eigenschaft vom Spiel und sowas geben. Also die Spirit Charmers sind ja jetzt schon eine sehr, sehr gute Attribut-Engine oder Support-Karten. Ja. Was ist das denn für ein Lichtfleck eigentlich? Das weiß ich nicht. Ah, ne, den sieht man. Hä? Doch, ich sehe ihn auch. Ja, du im Discord, aber im Video sieht man ihn nicht. Also muss der ja vom Licht sein, weil das logischerweise. Hm? Ja. Licht wird ja nicht mehr auf. Also. Ach, egal. So, weiter geht's. Yay! Geil. Schlangenregen, jetzt auf jeden Fall dreimal. Ja. Die haben wir jetzt auf jeden Fall dreimal. Der Pankratops ist dreimal. Das ist ein gutes Booster. Das ist jetzt dreimal und. Die Amunesia! Amunesia, die Achtheitskönigin. Sehr, sehr schön. Zweite Minute braucht sie. Wenn Monster vom Friedhof des Gegners spezial beschworen werden, was das Thema ja auch unter anderem dafür sorgen kann, dann kannst du eine Karte dir kontrolliert auf den Friedhof legen. Falls ein oder mehr Monster von der Hand oder dem Deck deines Gegners auf den Friedhof gelegt werden, was glaube ich das Thema auch machen kann, dann kannst du ein Licht- oder finsteres Reptilmonster als Belohnung von deinem Friedhof beschwören. Das ist sehr, sehr nice. Die Dame ist auf jeden Fall am Start. Ist eine sehr coole Karte, wie ich finde. 7 Geld 50 wert mindestens, also stabil. Ich weiß jetzt nicht, ob Ludwig eine Amunesia hatte, ich glaube. Oder hat der Aaron? Ja, ich glaube, Aaron hat der nicht. Aaron, finde ich, gefühlt ist seltener. Einfach nur vom Gefühl. Ich finde. Kostet auch ein bisschen mehr. Ja, obvious. Ich glaube, der ist auch ein bisschen besser vom Effekt her, deswegen. Oh. Das war's. Erste Mal, dass ich einen Booster so öffne heute. Aber manchmal wollen die Booster auch anders geöffnet werden. Gefühlt entscheidend ist immer die Booster selber, wie sie geöffnet werden wollen. Das hat man irgendwie nicht wirklich in der Hand. So, Sonnenaufgang.
Der Dino, Typi, Dino, Dino, Dinoster Power, wie auch immer. Schangleich Reptil, der wie Nominon. Dann ist Solverkord, Tonleiter. Diese komische Feuerritterkarte und. Usaktischer Gleiter. Okay, du kannst nur sagen, ich muss mal wieder von der Benny-Stone Special und mit irgendeiner Downside. So. Das sind so diese klassischen. Also mittlerweile muss man sagen, viele Yu-Gi-Oh!-Karten funktionieren ja ähnlich, weil einfach das sind so Effekte, die sich halt bewähren. Ja. Mit Downsides, die sich bewähren und Einschränkungen, die sich bewähren. Man kennt's, ne? Aber leider hat nicht. Was? Auch nicht immer was Neues erfinden. Muss man nicht, ne? Aber leider vergisst Konami manche Einschränkungen bei manchen Karten, wie ich das Gefühl habe. Das stimmt auch. Also, nicht, ja. Naja. Aber schön, Alter. Direkt Pankratops und Schädelmeister hintereinander. Das ist doch mal ein Pull. Ja. Dann haben wir hier nochmal die hier und die hier. Alter, jetzt geht's ab. Und. Oh, das ist das Covermonster von Solverkord. Die Doll. Do Solverkord. Coolia. Das ist auf jeden Fall nice. Das heißt, wir haben auf jeden Fall. Ja, wir haben auf jeden Fall eine von den drei Covermonstern gezogen, dieses Displays. Alter, Fokus, please, komm, bei den Covermonstern. Mach nicht auf Unehre hier. 10 Euro in Vertikollegin, also. Da überlege ich mir dann doch, ob ich Solvergott spiele. Ja, wir bei 10 Euro. Das ist auf jeden Fall auch eine schöne Karte, muss man ehrlich sagen. Farbe Pink. Passt, Alter. Ja. Solverkord oder da sind ein bisschen Panelkarten jetzt drin, aber so grob gesehen ist es schon der größte Stapel mit Ursaktik auf jeden Fall. Reptilzeugs und Achtheit mit Reptilzeugs. Ich habe da ein bisschen gemischt, aber ist okay. Ja. Es ist nicht so bad, aber die meisten Rares habe ich ja jetzt schon dreimal. Das heißt, mir fehlen jetzt auf jeden Fall diese Ultra Rares und noch ein dritter Nunu. Nunu und Nyla brauche ich hier noch. Ein Nunu, drei Nylas. Genau, und so ein Schlangenregen. Komische Wüstenrose da noch oder wie auch immer. Mhm, und hier ist irgend so ein komisches Viech, weil mein Fenster nicht offen ist. What the fuck, wo kommst du her? Ich hasse es. Wenn es wärmer wird, kommen diese komischen Asseln oder was das sind. So längliche, ovale Viecher mit so. Bah. Ja, das sind Asseln. Ja, ekelhaft. Mann, das ist voll ekelhaft. Ich hasse Asseln. Weißt du, ich habe nichts gegen Insekten per se, aber Asseln sind wirklich asselig, Alter. Bah! Warum heißen so? Ich will den aber auch nicht töten, so. Bah, ist der Ekler. Komm mal her. Lass dir doch mal einfach auf eine riesige kurze Fiske drauflaufen zeigen. Und dann. Mm. Ah ja. Kann ich den da rausschicken irgendwie? Nein, kann ich nicht, scheiße. Das ist das Problem, wenn man sein Fenster nicht aufmachen kann. Ja, moin. Bin gleich wieder da. Jo. Dann gehe ich jetzt auch kurz was zu trinken holen. Ekelhaft. Frog kommt in den Chat und alle gehen. Man kennt's. Brauch glaub ich echt bald kaum noch Karten von der Saktik bestellen. Ja, brauchst halt echt nicht. Also ich habe gefühlt jede jetzt einmal gehabt so. Ey, du folgst erst seit 7 Minuten, also stell keine Anforderungen, Ludwig. Amen. Doch, na klar, bin ich weg. Bis dann, hab keine Ultra-Achtheit. Was? Ludwig, du Opfer. Tschüss und viel Spaß bei was auch immer. Hello, der. Easy, wenn alle schon gehen. Ah ja, wenn es mir möglich ist, tun sie auch nicht weggehen. Nee, Flock, ich bleib dir halten. Dann bleib ich mal im Background. Ludwig ist weg. Bye, bye. Have a great time. Danke, dass du reingeschaut hast und gefollowt hast. Danke, dass ihr auch am Start seid, Johannes und Frog. Ihr könnt gerne mal, Twitch Prime ist kostenlos, ne? Ich werde mal ganz kurz Folgendes machen, weil mich das nervt. Da ist so ein, ne? Roter Punkt gewesen. So, ja. Ich könnte jetzt eigentlich, ich kann mal weiter gucken. Okay.
Erstmal spoilern lassen, lul. Wie geht's euch sonst so? Jetzt muss ich das rausschneiden. Imagine having money. Ja, das war so schon sehr wasted money, bin ich ehrlich. Also das tat mir jetzt schon weh. Also ich bin noch nicht fertig, ne? Aber ja, 100 Euro ausgeben, das macht man jetzt auch nicht immer. Bei mir steht Abo verschenken, aber ich bin noch kein Samariter, wie man die schreibt. Summer Rifle. Richtiger Summer Rifle. Samariter, ich glaube, die schreibt man einfach nur ohne H. Hallo Andi, welcome back. Achso, er hört mich nicht. Welcome back. So, back at it again. Machst du nochmal ein schönes neues Helles? Picantus. Pikantus, allein so einem Mega-Glas. Ja, Mann. Man gönnt sich ja sonst nichts. Außer wir Jetzt gönnen kommt uns jeden nichts an. Tag. So, ich hab Du mich. gönnst ja zumindest fast jeden Tag Yu-Gi-Oh-Karten. Ja, gefühlt schon, ey. Also, es sind ja. Ich habe jetzt hier meine. Die Dragonity-Waffe Gram habe ich jetzt schon dreimal. Ah, okay. Der ging aber jetzt, ich glaube, nur noch 1 Euro oder so, also nicht mal. Also Ah, so, nice. der ist richtig runtergegangen, finde ich auch sehr gut. Obwohl er so Ja. generisch ist, der ist ja generisch auf Drache und Windbeast. So, Genau. ich bin am überlegen, ich habe ja drei und ich glaube, man spielt nicht drei. Das heißt, ich könnte ja einen locker für Harpy abdrücken. Weißt du, wenn du den random in der Hand hast, ist der halt ein Ja. saugeiles Monster. Oder noch besser, Red Eyes, weil du brauchst ja für den Gram, also Armor Gram heißt der im Englischen. Brauchst du ja Ausrüstungen für jeden Drop von 1000 Angriff. Und in Red Eyes spielst du ja jetzt eigentlich, also ich spiele jetzt die bessere Variante mit Slash Dragon, wo man ja die Krieger aus Ausrüstung benutzt. Das heißt, man spielt ein paar Ausrüstungen vom Thema ausgehend. Also es sind so drei Themenausrüstungen, sage ich jetzt mal. Also die Fallenkarte, das eine schwarze Metalldrache, der sich ausrüstet und surgt. Und wenn der Slash Dragon halt einen Krieger ausrüstet. Und ja, da würde so ein Gram. Kann da auch ein bisschen was machen, wenn er halt vom Friedhof, ne? Du kannst ihn ja millen, einfach so. Er ist ja ein Drache, das heißt, du kannst ihn mit Drachenschreien millen. Also eigentlich ist der in Red Eyes ein sehr geiler Support. Und er ist Stufe Der ist für 10. viele. Was? Der ist lit. Also, Armagramm ist für viele Sechsen sehr Ja, guter er ist Support. halt nice. Und er ist wunderbar zum Second gehen, weil, wenn hier einfach mal alles negiert wird, zum Beispiel ein Gegner haut dir zwei Drachen und geflügelte Ungeheuer in den Friedhof rein, du kannst dann dein Armagramm noch holen, hab zwei neuen Attacke und ist negate. Er ist Genau, also er ist echt solide. wunderbar. Und er ist Stufe 10, das heißt, in Dragunity selbst, wenn du ein Synchromonster und ein Armagramm draußen hast, kannst du direkt auf den Rang 10er gehen. Und da habe ich mir natürlich jetzt auch ein, zwei gekauft, die jetzt nicht teuer waren und die halt sehr, sehr nett sind. Wie der Superkanonenpanzerzug zum Beispiel, ne? Der nochmal das Game schön finishen Ja, kann. Also solche also. Klassiker halt einfach. Die ich noch. Und Super Dora, die sind ja spottbillig, das Ja, Armagramm eben, jetzt oder eben. so. Und es gibt sogar einen von Überfallraptor, der nur ein geflügeltes Ungeheuer Stufe 10 braucht, also das Synchromonster war. Ah, nee. Ah, den habe ich aber zum Glück auch nicht bestellt. Stimmt, ein geflügeltes Stufe 10. Gibt es das überhaupt? Ich Der glaube. ultimative Falke da, oder? Ja, aber den gibt es nicht in. Es gibt in Dingens keinen. In. Der Kinetic gibt es kein geflügeltes Ungeheuer Stufe 10. So. Ja, ich habe mich schon spoilern lassen. Dahinter ist der Nunu. Also für diese Hand, die ich hatte, habe ich mich spoilern lassen. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall dreimal Nunu. Das ist auf jeden Fall die, oder einer der besten Karten des Themas. Weil der ja schön die Engine voranbringt. Braucht man auf jeden Fall. Ja, also jetzt habe ich ihn dreimal. Das ist schon mal sehr, sehr lecker. Jetzt brauche ich aber noch. Jetzt hätte ich noch gerne Nyla. Ne, das ist die Zauberkarte searcht. Das wäre auch schon nicht schlecht. Oder Zauber und Fall searcht. Okay, den haben wir jetzt auch schon 1000 Mal, glaube ich. Also der ist halt der häufigste Ja. gefühlt. Der Kragen. Nee, nicht der Kragen. Der Du Grizzly. hast noch kein einziges der Synchromonster Ja, gezogen, die kann sind man aber das auch nicht machen? wirklich selten, glaube ich. Also die sind halt Okay. auch. Sind die alle ultra rare? Ich glaube schon. Ah, ja gut, das wird's erklären. Bin jetzt in TFT, also muss nicht mehr so häufig den Chat lesen. Imagine versucht den Timo Support bis in die Ohren zu bringen. Zweimal versuchen in einem Satz. Lol. Gut, ja, die Dancia, nee, nicht Dancia, Dreamia, die jetzt dreimal. Ich finde die sehr, sehr schön. Ein paar davon könnte ich auch in meinem Waifu-Ordner sehen, auf jeden Fall. So. Haben wir wirre Augen. Oh, sorry, ja, wirre Augen. Damage gleich Reptil. Oh, Scheiße. Ja, Spoiler ist da. Alter. Als ob ich da zweimal ziehe, den. Soa, die sehen sich so ähnlich, wenn sie spielverkehrt sind. Ja. Und auf jeden Fall den Gleiter jetzt Gleiter. auch ein zweites Mal. Zack, zack, zack. Und damit steht auch das Playset von dem anderen Achtheits.
Ja, also ich glaube, Soa und Vlogos oder Folgos müsste ich jetzt auf jeden Fall jeweils dreimal haben. Ja, wie gesagt, mir fehlen ja noch Aaron. Der König fehlt mir, der Gott, also Octavius. Nyla auf jeden Fall dreimal und die Lichtvariante von Alert, also der andere Achter, der glaube ich einen von deinem Friedhof specialen kann. War das ein Achter? Ja, so ein Achter. Der fehlt mir noch, weil der ist auch wichtig eigentlich in dem Deck. Die 400 Angriff hat und 2-4 Def, glaube ich. Also die defensive Variante von Alert, die Lichtvariante. Und die ist auch wichtig. Ja. Sulfur-Core, dann haben wir hier nochmal. Da ist der Kragen, ja, den haben wir auch sehr häufig gesehen. Den habe ich jetzt schon. Den fünften. Auch mit genug. Feral Imp, der Mega Eyes und. Die Harmonie. Die haben wir auch schon ein paar Die haben mal jetzt, glaube ich, ein drittes Mal jetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich meine auch. So, also es ist. Eigentlich ist es relativ eben verteilt. Wie gesagt, die Octo-Addict-Karten, die 8-Zeit sind natürlich ein bisschen weniger, aber wie Ursaktik und Solverkord geben sich fast gar nichts. Also da ist relativ der Stapel sehr, sehr ausbalanciert. Ist das eigentlich schon das zweite Display oder noch? Nee, ich bin noch beim ersten. Das ist jetzt das vorletzte Booster, was ich jetzt aufgemacht habe. Ja, die Fallenkarte, die Zauberkarte, der Laster Pendulum, der Ruf von Achtheit, der Megakragen, jetzt kenne ich ihn mittlerweile schon spiegelverkehrt, die vierte Elitär in dem Display und die zweite Angelia. Sehr, sehr schöne Karte. Vielleicht mag der Autofokus jetzt mal reinballern. Nein, dann halt nicht. Gut, bei Solverkord will er halt einfach nicht, ne? Man kennt's. Nee. Aber gefühlt ist Solverkord am meisten hinten. Also die letzte Karte. Ja, sie haben viele Super Rares, das stimmt schon. Ja, das ist sehr bitter. Ich glaube, passiert. Im Vergleich haben sie nämlich eher weniger Ultra Rares, dafür aber mehr Super Rares. Das kann sein, ja. Drum kommt so. Ja da nicht häufig an. Gehen auf jeden Fall mal. Überplaced jetzt wahrscheinlich. Jo. Mhm. Das ist noch nicht die letzte, genau. So, jetzt kommt die letzte Karte des Displays. Der sagte schon Mika ist. Ja, den hatten wir zwar auch schon, aber ja, ist okay. Gut. Ja, dieses Display hat sehr viele Karten. Holy fucking shit. Aber wir machen einfach weiter mit dem zweiten Display und dann sehen wir mal, wie groß die Stapel werden, lol. Genau. Display 1. Ich muss dazu sagen, an sich finde ich das eigentlich schon so cool von den Nebensets. Weil, wenn man halt eines der Themen will, man kauft sich ein Display und hat halt eigentlich die meisten Karten schon recht schnell dann dreimal beieinander. Ja, also das auf jeden Fall. Also du. Nicht wo bei Hauptsätze, wenn du es ist, dass du ein bestimmtes Thema willst, dann bräuchtest du so 3-4 Displays, damit du mal die Grundkarten alle auch einmal hast und so. Jo. Das ist halt bei dem Nebensatz echt ein Vorteil, aber. Aber es lohnt sich halt auch wirklich nur, wenn du so ein Thema spielen möchtest. Weil es halt keinerlei generischen Karten drin sind, eigentlich außer Schädelmeister und Ankertop. Also es gibt so einzelne generische, aber das sind so welche, die hat man meistens schon oder sind nicht so ultra teuer, dass man sie nicht so schon vorher hätte kaufen können. Also im Punkertops hatte ich halt vorher auch schon einen. Ich weiß nicht woher, ich glaube der war aus dem Legendary Heroes zwar, aber. Das könnte also, sein. Wir öffnen jetzt übrigens das zweite Display, ne? Also ab jetzt zweites Display. Ich könnte ja einfach mal das erste Display nach oben stellen, einfach, dass wir das trotzdem noch differenzieren können. So statistisch mäßig. Ich habe nur keinen Platz, merke ich. Muss ich es unters Mikro stellen. Aber das stört es normalerweise ja auch nicht. Bis jetzt. Ja gut, wie gesagt, wenn ich gut sortiert hätte, könnte ich dir auch sagen, welcher Stapel der größte ist, aber habe ich halt teilweise nicht, deswegen ist es ein bisschen wack. So. Ist ja auch nicht so wichtig. Ja. So, Vibers Rebirth, Luster Pindle. Da die erste 8-Sets-Karte des zweiten Displays. Und der Diamond Power. Aber eine, Power. Die du auch schon oft genug hast. Genau. Oh, da ist Nyla! Sehr schön! Da haben wir einmal Nyla. Oder Nyua. Sorry, ich dachte, das wäre ein L, Alter. Die heißt ja gar nicht Nyla, sondern die heißt Nauya. Was? Nauya. Also A-U-Y-A. Nuaya? Nauya. Also N-A-U-Y-A. Nauya. Nauya. Ich glaube, ja. Nauya, der 8-Teils-Überrest. Nauya. Ganz schöner. Nauya. Ja, ist im Deutschen immer ganz schwierig. Ziemlicher Front übrigens, der Überrest einfach.
weißt, welchen Namen ich auch lustig gefunden hätte für das Deck? Nee, ja. Wenn man die Anspielung mit der 8 drin haben will, hätte man statt 8 halt auch den Namen Tut eigentlich 8 Moon nehmen können. Wow, Tut and 8 Moon, Alter, geil. Das wäre eine coole Zauber- oder Fallenkarte gewesen. Naja. Das stimmt. So. Oder man reprintet diesen komischen Tutench-Typen, der ja so scheiße ist. Dieses schlechte Monster, was irgendwie. Was macht der? Ich glaube. Ach, keine Ahnung. Da gibt es irgendeinen schlechten Zombie-König. Mumien-König oder weiß ich nicht. So. Sagt die Schwinn-Nominalen. Zahlungsname. Und die Dreamy ja noch einmal. Ah, Quatsch, haben wir noch eine. Lol. Fehlt ja noch eine Super Rare, gell? Ja, wollte schon sagen. Die Abreise müsste jetzt die dritte sein insgesamt. Also da haben wir auf jeden Fall auch schon mal ein Playset von. So. Mhm. Ja, aber jetzt schon, also aus zwei Boostern zwei Achtheitskarten. Ja, ist ein bisschen. Ey, aber immerhin eine Super Rare. Immerhin, immerhin. Kann man nicht meckern. Der King of the Feral Imps. Der Schadengleich Reptil. Opfer für den Schlangengott. Venominaga, also ziemlich viel Reptil-Support. Die Dreamia und. Die wird leider wirklich zum Hals raus. Oh, die ist neu! Ja? Fasolfacord Fancier! Feuerversion, die sieht auch ziemlich cool aus. Kann vielleicht mal der Autofokus kommen? Nee, ich habe die Karte auf jeden Fall schlecht hingehalten. Es gibt bestimmt. Das ist eine Ultra, oder? Das ist eine Ultra, glaube ich. Ja, stimmt, das ist eine Ultra Rare. Jetzt sehe ich es erst. Goldschrift. Ja, das ist eine Ultra Rare. Wie heißt der nochmal? Fasolfacord Fancier, also wie fancy. Ja. Fancier. Ja, so um die 6 Euro, um die 6 Euro. Oh, echt? Okay, das ist nicht schlecht. Ist halt belastend, dass die coolen Karten so viel Geld kosten. Die will man ja eigentlich auch behalten, aber man will die auch irgendwie verkaufen. Schwierig. Ja. Schwierige also, Entscheidung. Wenn du einigermaßen Geld einnehmen willst mit dem Display, dann musst du eigentlich deine ganzen Sollverkord. Ja, eigentlich schon, weil die geben mir tatsächlich aktuell das meiste Geld. Also neben der Amunesia wahrscheinlich. Aber die wirst du ja sicher behalten. Ja, die werde ich auch sicher behalten. Also aus sich zieh, also wenn ich die zweites Mal ziehe, könnte ich ja eine abdrücken. So ist es nicht. Mhm. So, die Gala. Dann haben wir die Tonleiter. Der Prominence. Das XC-Pendant. Mega Eis. Der Ursprung, genau. Und... Okay, die ist auch neu. Die Super Rare Solfacord Eleganz. Hat drei Effekte, drei verschiedene, wo du einen aktivieren kannst. Das ist auch nicht so oft in Yu-Gi-Oh! Das ist ziemlich cool, wenn auf einer Karte drei verschiedene Effekte sind, du kannst so sagen, ja, wähl mal eine und die darfst du haben. Und du so, ja, nice, Alter. Dann kannst du immer so intuitiv, was du brauchst. Innovativ, interaktiv, egal, eins von diesen Wörtern, kannst du halt das machen, was du brauchst. So. Individuell. Es gibt schon ganz schön viele schöne Wörter mit in. So, wäre Augen. Prominence. Jungle Reptil. Der Soha. Venominaga. Gleich die Beschwörungskarte für Venominaga. Und. Der Aaron! Nee, nicht der Aaron, der Curse. Das Achtheitslicht, den meinte ich. Das ist das Lichtgegenstück von Alert. Geil. Den brauchen wir auf jeden Fall auch. Der sieht auch meiner Meinung nach am. Ja, doch eigentlich am coolsten aus. Zeig nochmal her. Ja, man sieht es leider ganz schlecht. Oh, nein, Fokus, ja. Der ist schon sehr cool. Ja, da ist er, ja. Der sieht aber auch gar nicht aus wie ein defensives Monster, wenn man ehrlich ist. Aber der ist sehr, sehr stabil. Ja, du kannst ein Monster als Tribut anbieten, beschwöre die Karte der Spezialbeschwörung, also wenn er im Friedhof ist, dann kann der Gegner ein Monster als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschwören, aber dann liegt seine Effekte. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein 8er Monster Stufe 4 oder den Gegner in deinem Friedhof wählen, beschwöre es als Spezialbeschwörung, aber verbannen es, wenn es das Spiel verlässt. Und mit Lair of Darkness kannst du quasi ein gegnerisches Monster opfern, weil da steht nicht, dass es auf deine Spielzeit muss. Das ist sehr, sehr witzig. Also, Lair of Darkness ist auf jeden Fall eine gute... Was? Was meinst du? Weil, warte mal... Ja, anders. Also Lair of Darkness ist ja dieses Structure Deck und da kam diese Zauberkarte raus, die auch Lair of Darkness heißt, also Höhle der Finsternis. Mit der werden alle Monster auf dem Feld zu Finsternis. Und die hat noch einen anderen Effekt, der jetzt nicht so krass ist, aber der irgendwie am Ende des Zugs Spielmarken beschuldigt. Ich glaube, für die jeweils tributenden Monster. Und du kannst mit Diabolos, das ist ein Monster,
Wenn ein finsternes Monster geopfert wird, dann kann er entweder was machen, glaube ich, oder er beschwört sich. Und das Thema braucht auf dem Feld ja nicht das Lichtattribut, sondern nur höchstens im Friedhof oder eben im Deck oder so, das ist ja Wayne. Also es gibt eine Variante, wo du diese Karte Lair of Darkness, und die hat auch noch ein Monster, das Lair of Darkness searchen kann, wo diese Lair of Darkness Combo oder dieses Thema, was es quasi ist, zusammen eben in diesem Reptil-Thema spielen kannst. Und das wollte ich dann ausprobieren. Und da das Thema ja Monster opfern möchte, es ist auf jeden Fall irgendwie kombiniert. Ich kann jetzt gerade nicht erklären, mit welcher Karte, aber es gibt eine Karte, die das halt sehr, sehr gut ausnutzt. So. Ob es jetzt Lair of Darkness ist, weiß ich nicht. So, Drachenanta, der Schädelmeister. Ja. Die Sulfur-Core Tonleiter. Der Megakragen. Viper's Rebirth. Ist auch nicht die letzte. King of the Pharaohs. Und die Sulfur-Core Glacier. Sehr, sehr schöne Karte. So. Diesmal sind die Stapel. Aktuell sind die Stapel noch neutral sortiert. Da ist der normale Reptilhaufen tatsächlich am größten bis jetzt. Also das alles, was Reptil-Reprint ist und nicht zur Achtheit gehört. So. Pangatops! Ja, damit wird man gerne begrüßt. Immer schön. Dann die Karte hier. Sonnenaufgang, Lichtschlange, Damage gleich Reptil. In Zahlungnahme. Sehr schön. Und nimmt man auch gerne mit. Der Mick Grizzly. Was? Das Pfeifen. Ja. Das hat jetzt keiner gehört, weil du gerade abgehackt warst. Oh, sorry. Ach so, nee, es war keine Achtheitskarte. Leider. So. Weiter geht's. Der Mega-Eis von Osaktik, der Mega-Kragen von Osaktik. Die Sulfur-Core, Muse, die Wirrenaugen. Okay, es ist doch nicht mehr ganz sortiert. Das ist, wie gesagt, ich hätte 7 Stapel machen sollen. Ich habe jetzt nur 5. Ist klar, dass sich dann irgendwas mischt. Soha und das Synchro-Monster, Ursaktischer Septentrion. Das zweite Cover-Monster des Displays. Ne, mit der Kulia? Nee. Genau, und jetzt haben wir den Septentrion. Ah, Fokus doch bitte. Also bei den Karom. Oh ja, perfekt. Der ist schon sehr, sehr schnieke. Sieht auch sehr cool aus. 15 Euro, sowas geht der. 15 Euro? 5,6. 5,6, ach so, ja. Okay. Ja. Da steht sogar seine Beschwörungsbedingungen drin. Das ist einfach mal ein Dreizeilensatz. Cool. Einfach 3 Zeilen. Imagine. Gut. Ja. Ne, bei Dark Synchro kann man ja leider. Man kann ja schlecht Minus hinschreiben. Das wäre ein bisschen weird, weil das würde kein Anfänger verstehen. So. Ja, ich nenne es halt Dark Synchro, weil das ist das erste Thema, was die Dark Synchro-Mechanik aus 5Ds benutzt. Ich glaube, sie wollten es mit dem Thema auch so ein bisschen reinbringen in Yu-Gi-Oh! Und es wird dann irgendwann ein richtig krasses Thema kommen, was die Dark Synchro benutzt. Ist jetzt meine Prediction. Das Thema aus dem Anime halt. Ja, oder, ja, kann sein, aber dafür ist der Anime eigentlich schon zu alt, um das quasi direkt 1 zu 1 zu benutzen. Aber es... Ich meine, San Avalon haben sie jetzt auch noch gebracht. Also. Ja, aber San Avalon ist doch relativ frisch, oder nicht? Ja, klar. Ja. Eben. Why not? Aber ja, mega auf jeden auch, Fall also. Verständlich. Und... Cool. Die Nunu. Die hieß im Englischen Null, also Null. Ich finde Nunu jetzt ein bisschen belastend, weil Nunu ein League of Legends Champion ist, aber gut. Naja, deswegen Null hätte ich viel cooler gewonnen. Null und Naya. Oder Nowaya. Ich glaube im Englischen hieß sie auch Naya oder so. Gut. Alter, wie gehen die Booster jetzt so komisch auf? So. Opfer für den Schlango, die Sulfur-Gott Gala, die Venominaga, der Topf der Reichtümer, haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen heute. Ja, egal. Euer Ritter Nachade. Schlangenregen, cool. Und der Alert. Oder Alleriert. Alter, Alleriert. Alleriert.
Der schöne Super Respawn 8-Teil. Ja, der Alliierte. Ja, alles gut. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte, glaube ich. Ein bisschen geht noch. Ein Drittel haben wir auf jeden Fall schon von dem zweiten. Oh, dann kommt ja nur noch eine Ultra Rare. Ja, vermutlich, ne? Ach, der Skule, King of the Pharaohs, der Abgrund bzw. der Ursprung. Die voll geil. Dann die Gala. Fokus. Und wieder eine Nunu. Ah, ich hätte noch gern zwei Nayas und den Octoabyss, wenn ich ehrlich bin. Das dritte Covermonster, Alter, wenn ich das jetzt kriege, dann ist es schon eigentlich ziemlich cool aus zwei Displays, drei Covermonster. Aber ist schon sehr unwahrscheinlich, leider. Aber wäre natürlich sehr, sehr nice. Würde ich feiern. Jetzt wird es langsam dunkel, merke ich. Scheiße. Muss mal ganz Licht. Aber Nee, das ist ruhig so. Ja, du leckst gerade übel, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist besser, eigentlich. Meinst du? Dann ist der Fokus klasse, ja, oder wie? Die Karten erkennen. Alle, Andi, hör auf zu reden, bitte. Danke. Das ist sehr anstrengend. So, warte, ist schon die letzte? Nee, noch nicht. Harmonie. Na gut. Mega Man nicht wirklich. Doch, eigentlich schon. Nach drei Harmonien breitet sich eine kleine Disharmonie in mir aus. So. Der Topf der Reichtümer, yay. Ich bin am überlegen, ob ich diesen Teil hier schneller mache, weil der ziemlich langweilig ist auf YouTube. Mittlerweile schon. Na, normal, ne? Die ist nicht neu. Q-Tier, die hatten wir auch schon ganz am Anfang. Ist ein schöner Karl. So. So, jetzt muss ich mal kurz nachschauen, wie viele es noch sind. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah ja, also jetzt haben wir gerade die Hälfte überschritten. Noch 11 Packs, meine Damen und Herren. Und Leute. Ihr habt ihn gehört, oder auch nicht. Ja, es ist ein bisschen schwierig aktuell. Topf der Reichtümer, Zahlungnahme, die 35.000ste Dreamier. Camilla zieht sich ja auch ziemlich oft um im Anime. Der 26.568ste Flogos. Der 34. Prominenz. Oh, Amunesia, Alter. Ist leider. Nee, ist nicht Amunesia, ist Aaron. Den hatte ich auch noch nicht, oder? Okay, cool. Jetzt muss ich nachgucken. Hatte ich Aaron schon? Ich glaube, Aaron hat. Der sah jetzt genauso aus wie Amunesia hier im Discord, wenn ich da hingucke. Also sehr, sehr cool. Nice. Ja, jetzt habe ich ja quasi alle wichtigen Karten. Nur halt der Octoabyss fehlt noch. Aber der wird. Ich weiß nicht, ob der noch kommen kann. Wie viele Ultra Rares gibt's? Drei. Drei, okay. Eine Ultra Rare habe ich, glaube ich, noch, ne? Ich habe zwei jetzt, glaube ich, nur gehabt. Mhm. Nicht? Mhm. Hatte ich drei? Ja. Ist mir jetzt gerade eine Karte runtergefallen oder was? Nee. Und eine Solverkort. Hatte ich? Der USA Arktik und eine Solverkort. Scheiße. Ja. Belastend. Kein Octoabyss für mich. Ja, schwierig. Dann brauche ich die anderen Packs gar nicht mehr ummachen. Jetzt, also ich meine, es ist cool, dass es der Aaron wenigstens ist und keine doppelte. Also ich habe jetzt quasi keine doppelte Ultra Rare, aber. Ah, ist schon. Warte, ich habe keine doppelten Ultra Rares. Stimmt, ich habe Amunesia, Aaron. Hast du nur 6? Naja, aber. Hätte ja sein können, dass ich aus den zwei Displays eben doppelte kriege, weißt du, wie ich meine? Ja, aber. Ich habe, glaube ich, insgesamt keine doppelten. Darüber kann man sich gar nicht beschweren, tatsächlich. Ja, jetzt ist es zu dunkel. Nee, sorry. Aber das geht ja gar nicht. Alter, hier liegen. Ah, ich habe doch eine Karte verloren. Ich wusste es, Alter. Jetzt habe ich es gesehen. So.
Also, Venominon, Venominaga gleich hinterher. Alter, also diese Karten haben wir jetzt auch schon 50.000 Mal gehabt. Der Punkertops. Schön. Der Schädelmeister. Schön. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt alle loskrieg. Die muss ich dann wahrscheinlich so gratis noch hinterher schmeißen. Die Tonleiter und der Nunu. Jetzt haben wir zumindest Nunu in jedem Display dreimal bekommen. Ist okay, ne? Wenn man aus einem Display drei Nunus kriegt, ist das sehr, sehr gut, finde ich. Das, also ich glaube, Schädelmeister ist auf der Hardmarke, ich dachte, die häufig ja, okay, dann kriege ich die auf jeden Fall los. Du müsstest vielleicht selber mal Licht anmachen. Ist schon sehr dunkel. Ja. Das ist schon besser, ja. Auf für den Schlangengott, Vibrous Rebirth, King of the Feralims, Dino Power, irgendwas, der Mega Grizzly. Die soll. Alter, Grizzly hat mir Ursache, die kommt jetzt auch schon lange nicht mehr, sehe ich. Die Muse und die Abreise von Ursache. Die reisen auf jeden Fall auch bald ab. Ich merke, in diesen Displays soll Verkord und sagt die gar nicht so krass, aber das, wir haben ja noch eine Menge Packs, also das kann sich noch ändern. 5, 6, 7, 8. So. Ja, jetzt muss ich mir echt den Octobus kaufen oder was. Leckt mich fetter Arsch, noch mehr Geld ausgeben, man kennt's. Das ist natürlich sehr belastend. Ich überlege auch gerade, ob ich hier nicht einfach so durchgehe, aber ich kann ja einfach so durchgehen, ja. Mal den hier. So. Zack, 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 zack. Mal ein bisschen schneller hier. Ich kann ja die letzte Karte immer weglegen und erstmal die zeigen. Ich bin nur dumm. So, 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 so. Und die letzte Karte war die hier. Oh, die habe ich auch noch nicht gehabt. Stimmt. Oh mein Gott, ja. Okay, 8 Hells Wasserlilie, die ziemlich hart daneben geprintet wurde, wenn man sich den Rand anguckt. Holy shit. Also, uff, ziemlich weit nach rechts oben geprintet, aber ich habe nur eine Wasserlilie, mir fehlen noch zwei. Ach du Scheiße, das fällt mir jetzt erst auf, wenn wir die erst jetzt bekommen. Ja, das ist natürlich belastend. Das ist natürlich sehr belastend, aber Super Rares sind ja noch viele möglich. Wäre natürlich super, wenn... Hey, super. Natürlich super, wenn die jetzt alle. Wenn ich jetzt zwei Wasserlilien. Achtheits Wasserlilie mit Bindestrich. Die brauchst du auch dreimal. Also die mild. Und wenn du fünf oder mehr hast, kannst du einen beschwören. Das ist schon sehr, sehr strong. Achso, ja, die oberste Karte weglegen. Genau. Dann haben wir Feralim. Das. Die Achtheits. Die hier. Hananta. Vibrous Rebirth. Und den. Und die letzte Karte war die hier, der Alleriert, der dritte. Das ist sehr schön, auch wenn man ihn nicht dreimal spielt. Wäre eine Wasserlilie besser gewesen. Jep. So, dann haben wir hier die letzten 5 Booster. Kommt noch eine Collector's Rare, geben sie jetzt. Wahrscheinlich, oder? Was schreiben die da? Ich stehe dann auch durch, also kann man das auf YouTube auch. Die sind eh zu sehr verwöhnt. Andi, hör auf zu reden, Alter. Andi hat die Schnauze, meine Ohren tun weh. Ja, das war vorhin noch, als du richtig hart gebangt hast, Junge. Er kann euch übrigens nicht lesen, Leute. Also außer du machst Twitch auch. Ja. Aber ich tue ich immer gerne weh. Ja. Da haben wir noch den Mick Kragen. Das müsste auch insgesamt der dritte sein. Vielleicht sogar der vierte, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig. Tatsächlich weiß ich das nicht mehr. So, 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 so. Booster Nummer 4. Also das viertletzte. So. Ups. Die oberste Karte wieder weg. Und zeigen nochmal die hier schnell. Zack, zack. Ja, eine Menge Achtheitskarten in diesem. Oh, Alter, das ist ein Achtheitsbooster. Jawohl, Alter, was ein Achtheitsbooster. Nur eine Karte, die nicht spielbar ist in dem Thema. Das ist doch mal was jetzt. Und wenn jetzt hinten noch eine Wasserlilie liegt, Alter, dann gönne ich aber hart. Ah, aber Gracie, auch cool. Aber Alter, 5 Achtheits. Das ist auch. Habe ich auch noch nicht gehabt heute. So.
früher, wo man sich noch einzelne Booster gekauft hat. Imagine. Heutzutage so ganze Displays. Der Punkerdorf ist schön. Nein. Zünster. Jo. Ja, sind ganz solide Karten am Start. Und die hinterste Karte war die hier, die Cutia. Auch jetzt im Playset, endlich. Und ich sehe, Elitär ist wahrscheinlich die häufigste vom Thema, weil die habe ich jetzt auch schon 6-7 Mal. Nicht Camilla? Na, no, wobei, stimmt, Camilla oder Elitär? Also, der heißt ja nicht Camilla, hier Dreamia. Dreamia oder Elitär? Welcher wird wohl am häufigsten drin gewesen sein? Man weiß es nicht. So, haben wir den wieder und den und den und... Ja, okay, jetzt ist es Dreamia. Also, jetzt würde ich sagen, Dreamia führt aktuell. Und der Typ ist auch irgendwo ganz ja. Da vorne mit dabei. Oh, ne Naya, Naya, schön, die zweite, das ist natürlich sehr nice. So, letztes Booster. Naya oder Wasserlilie? Das wäre jetzt super als, Super Rare. Ja, das wäre jetzt super als Super Rare. Oder? Ja. Oder eine Collector's Rare. Oder eine Collector's Rare, das wäre, also im letzten Booster eine Collector's Rare ziehen, wäre schon... 10 von 10, 13 von 10, ich sag's wie es ist. So. Und es ist auch der Octoabyss drauf, also Octoabyss Collector's Rare. Ich sag's wie es ist, Leute. Das wäre jetzt der Jackpot. Und dann würden sich die Leute fragen, habe ich das irgendwie in meinem Leben verdient, eine Ghost Rare und eine Octoabyss Collector's Rare zu ziehen? Wahrscheinlich nicht. Und die Antwort ist nein. Die Antwort ist vermutlich nein. Aber schauen wir mal. Noch ein Schlangenregen. Stabil, Vipers Rebirth, diese Karte, und ein Pangadorps, Alter, ja moin. Da meckert man auch nicht. So, die letzte Karte, meine Freunde, ist die hier. Oh, der Aaron, Josh, nee, Curse, stimmt. Nicht, ah, die sehen sich so ähnlich immer, ne? Aber, sehr stabile Super Rare, bin ich zufrieden mit. Wasserlilie wäre vielleicht besser gewesen. Ah, ist okay. Gut. Genau. Dann machen wir hier einen Break und dann sortiere ich mal den ganzen Shit und zeige, was ich jetzt aus beiden Displays bekommen habe. Ja. Ach du Scheiße. Ich würde mich dann verabschieden. Achso, ja, dann haust du rein, ne? Danke, dass du dabei warst. Immer gerne doch. Hat und Spaß gemacht wieder. Ja. Wir hören und sehen uns irgendwann mal wieder. Ja, geht schon, ne? Ist okay. Gibt Schlimmeres. Okay. Ich habe 2 von 3 Covermonstern. Das ist okay. Ne? Kann man jetzt nicht hier meckern. Gut. Haust da rein. Ja, danke. Ciao. Euch allen auch noch einen schönen Abend. So. Meine Freunde, wir sind fertig. Ich werde jetzt die Facecam kurz größer ziehen. Zack, damit ihr tatsächlich einen guten Überblick haben. Der Farbtrennungssatz hätte von mir kommen können. Ja, das war gewollt quasi. Jetzt ist der Chat natürlich... Ja, ich lege den Chat einfach über mir, das ist mir egal. So, also meine Freunde, meine Friends. Also, wir fangen an mit den generischen Karten. Da haben wir... Pankratops, und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal. 8 Mal Pankratops. Dann haben wir Schädelmeister, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal. Und die Inzahlungnahme, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal. Ne? Solide. Also, sind ein paar Playsets, Leute. Dann, die generischen Pendel-Support-Karten. Wie Top der Reichtümer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal. Wirre Augen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal. Und... Die Feuerritter nachladen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal.
Also ihr merkt schon, es ist alles relativ eben verteilt. Dann haben wir die Draco-Bezwinger-Karten. Davon haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal den Zünster Prominence, der sprengende Draco-Bezwinger, den ich auch früher sehr, sehr gerne gespielt habe. Ich habe so eine Draco-Bezwinger-Dynamist-Kombo gespielt, die eigentlich ganz solide war, aber dann irgendwann habe ich Draco-Bezwinger-Engine rausgehauen, weil sie tatsächlich nicht gut damit synergiert hat. Der Dinostar Power, der mächtige Drachenbezwinger, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal. Und den Magic Spaßvogel Paladin, der aufsteigende Drachenbezwinger, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal. Genauso wie den, jetzt sind mir die Karten auseinandergegangen, der Lyster Pendel, der Drachobezwinger. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal, glaube ich. Ja, 9 mal. Also ihr merkt schon, so 7, 8, 9, 10 mal, alles der Fall. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt zum generischen Reptil-Support, bevor wir die Themen bearbeiten. Der generische Reptil-Support gewinnt auf jeden Fall mit dem größten Stapel, um das schon mal vorwegzunehmen. Denn wir haben hier 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal den König der wilden Kobolde. Sehr, sehr starke, gute Karte. Dann haben wir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal, nee, bin dumm, 8 mal Venomi Naga, die Gottheit der giftigen Schlangen. Ja. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal den Venominon, den König der giftigen Schlangen. Warum habe ich den Stream eigentlich nicht hier, wo ich mich dann selber sehe, wie ich euch die Karten zeige? Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal den bösen Drachen Ananta. Oh, das Licht ist viel zu hell, merke ich gerade. Shit. Vielleicht hätte ich es doch nicht machen sollen, aber dann sehe ich es nicht mehr so gut. Machen wir kurz Streamlabs ein bisschen kleiner, lol. Oh, dieses Element ist zu klein und kann nicht angezeigt werden. Oh, dann kann ich den Chat aber nicht lesen. So. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal die Lichtschlange. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 mal. 8 mal den Schlangenregen. Sehr, sehr starke Reptil-Support-Karte. Mitunter die beste. Guter Reprint. 8 mal aus 2 Displays. Das heißt, du wirst normalerweise aus einem Display auf jeden Fall ein Playset bekommen. Wenn nicht, schon sehr unlucky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Mal. Das ist damit der Rekord, glaube ich. Die Wiedergeburt der Viper. Ne? Wiedergeburt der Viper. Ist eine okayische Karte, die man aber nicht wirklich spielt, I guess. So, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal. Die Aufstieg der Schlangengottheit Fallenkarte, die man ja für die Venomi Naga braucht. Ne? So. Also ist jetzt nicht generisch, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Opfer für den Schlangengott haben wir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal am Stissel. Kann sich sehen lassen, wird wahrscheinlich aber auch nicht gespielt. Und 9 mal Schaden gleich Reptil. Ja, das ist natürlich ziemlich scheiße, dass es so hell ist. Aber ist halt so, Leute. Ist halt so. So. Kann ich nicht ändern. Also. Kommen wir zum Solfacord-Thema. Wir haben auf... Achso, ich sollte es vielleicht rückwärts machen. So. Genau. Wir haben von den normalen Monstern 7 mal die Re-Solfacord
Dreamia gezogen. Das ist die gelbe. Die gelbe Cutie. Haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal die Mi Solfacord Elitea gezogen. Also tatsächlich ein Gleichstand zwischen den beiden, weil wir vorhin die Frage hatten. Ist tatsächlich ein Gleichstand geworden. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal die Solfacord Tonleiter Zauberkarte des Themas. Dann überlegen, wie man die am besten vorbissen kann. Ja, es ist ganz okay. So. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal die Solfacord Musik normale Fallenkarte. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal die Solfacord Gala. Also 8 ist so eine Standardzahl. Ihr werdet wahrscheinlich die meisten Karten 4 mal in einem Display bekommen im Schnitt. Kommen wir zu den Super Rares der Solfacord-Karten. Da haben wir einmal die Solfacord Eleganz. Vermutlich auch die beste Zauberkarte des Themas, sonst wäre sie nicht so krass. Die hat ja 3 verschiedene Effekte. Das ist schon sehr, sehr nice. Dann haben wir die Feldzauberkarte. Solfacord Harmonie aus 2 Displays nur 4-mal bekommen. Also ne, ein Playset ist zwar da, aber aus 2 Displays. Und wir hatten, glaube ich, 2-2, wenn mich das nicht alles täuscht. Also ist jetzt auch nicht garantiert, dass man da 3 kriegt. Und vor allem garantiert sind die Super Rares ja sowieso nicht. Wir haben nämlich da einmal die Cutie ja tatsächlich aus 2 Displays. Einmal aus einem und 2 aus einem anderen. Sehr, sehr sweet. Heißt ja auch Cutie, also könnte auch Sweetie heißen. Und nur 2-mal die Angelia, oder wie auch immer die heißt. Also auch sehr selten tatsächlich die Kari. Wir haben bekommen 3-mal die Gracia. Ne? Sehr, sehr coole Karte, mitunter eines meiner liebsten Artworks. Und von den Ultra Rares. Wir haben 3 Ultra Rares von diesem Thema bekommen. Und zwar sind das Fancia, Beautia und das Cover Monster. Also ich zeige es euch kurz der Reihe nach. Wir haben ja einmal Fancia gezogen. Einmal die Beautia meine ich. Oh, das ist ein schöner Fokus. Und die Coolia, das Covermonster. Das ist die Ultra Rare. Achso, die sind alle 3 Ultra Rare, stimmt. Ja, das ist der Stapel von dem Solfacord-Thema. Ist solide, kann man nicht meckern. 3 Ultra Rares vom Thema zu ziehen, macht gutes Geld auf jeden Fall. Ich will jetzt mal ganz kurz diese Karten hier alle wegtun. Das ist schon ein ordentlicher Stapel, also. Ach du Scheiße. Das ist der Stapel von den generischen Karten, by the way. Also eigentlich fast die Hälfte der gesamten Karten. Okay, jetzt habe ich eine Karte, glaube ich, verkackt da drin, die deswegen jetzt ein bisschen heraussticht. So. Ist ein ordentlicher Stapel auf jeden Fall. Solfacord. So. Ursaktik ist dieser Stapel hier. Und da werden wir natürlich auch das rückwärts bearbeiten. Sofern es geht. Ja. Haben wir nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal den Mega Grizzly bekommen vom Ursaktik-Thema. Der mit der langen Kralle. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal den Mega Eis. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 den Mega Kragen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal die Ursaktik Fallenkarte Fünffachlandung. Fünffachladung, sorry. Und was nicht zum Thema gehört, aber ne, mehr oder minder, ist der Sonnenaufgang über Ayas Rock, also die Ungeheuer-Support-Karte, die ich eigentlich zu den Fallenkarten, zu den anderen Karten dazukommen will. 10-mal, also lässt sich sehen. So, die Super Rares. Ursaktische Abreise habe ich genau 4-mal bekommen. Den ursaktischen Gleiter aber nur 2-mal, also schon sehr selten. Dann ursaktischer Meek Kragen 3-mal. Playset ist da, aber aus 2 Displays wohlgemerkt. Dann der Meek Grizzly
haben wir, das habe ich nicht gezählt, viermal. Zweimal der Mick Ice. Ne? Und die Coverkarte Usagtischer Septentrion. Aber die anderen beiden Synchro-Monster tatsächlich gar nicht. Also sehr, sehr schwierig. Ich glaube, es hat nämlich drei Synchro-Monster, wenn mich nicht alles täuscht. Septentrion, noch so einen krassen und dann noch so einen Polari. Und ich habe das Polari und diesen krassen nicht bekommen. Ich glaube, vom Solfacor-Thema müsste ich eigentlich alle haben. Ich kenne mich mit dem Thema leider nicht so gut aus, aber es fühlt sich schon recht komplett an, während du sagtest, da weiß ich es ja nicht komplett. Aber vielleicht fehlt mir bei Solfacor auch ein, zwei, weil ich da irgendwie nicht alle Attribute gleich verteilt habe. Die sind ja Feuer, Wasser, Wind und so. Und da sind die irgendwie auch ungleich verteilt. Kommen wir jetzt zu dem Thema, weswegen ich mir dieses Ganze angetan habe. Und zwar Achtheit. A.K.A. Abyss, A.K.A. Octoadic, A.K.A. You know what I mean. Wir haben 4, 5, 6, 7, 8 mal den Phlogos der Achtheits Unermessliche. Ja, das ist der gute Dude hier, diese Krokodil-ähnliche. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal den Soha der Achtheits Unermessliche. Also sein Gegenstück, sein Counterpart. Haben von der Zauberkarte Achtheits Ursprung exakt 6 Stück, also aus beiden Displays ungefähr im Schnitt 3. Das ist die Feldzauberkarte, die man nicht mal spielt, weil die gar nicht so krass ist. So, dann 4, 5, 6, 7, 8 mal den Achtheits Ruf, eine ganz solide Fallenkarte, die Spielmagen oder die Monster des Themas spammt, wenn man so ein bisschen im Game fortgeschritten ist. Die Achtheitskuhle, die permanente Fallenkarte, 6 mal. Und das war's mit den Rares. Jetzt kommen wir zu den Super Rares. Und da habe ich tatsächlich doch ein bisschen Pech gehabt. Aber ja, wie gesagt, weil ich auf das Thema ja so fixiert war. Und weil das die anderen beiden Themen natürlich ein bisschen öfter vorkommen. Ich habe nur einmal die Achtheitswasserlilie bekommen. Eine Karte, die man eigentlich auf jeden Fall dreimal braucht. Oder dreimal spielen sollte. Dann habe ich, wenn wir mit dem niedrigeren Monstern anfangen. Ups, muss ich natürlich tatsächlich machen, habe ich das Gefühl. Die wichtigste Karte des Themas, meiner Meinung nach, fast schon, den Nunu der Achtheitsüberrest, den habe ich 6-mal gezogen. Also 2 Playsets sind am Start. Das heißt, ein Playset kann ich tatsächlich komplett verkaufen oder vielleicht sogar behalten für irgendein anderes Reptil-Deck. Weiß nicht, ob es irgendwie sinnvoll ist. Dann haben wir 2-mal leider nur die Naua der Achtheitsüberrest, also das Gegenstück. Nur leider 2 Stück davon. Von Aleirt, der Achtheitsfinsternis, oder die Achtheitsfinsternis, habe ich 3 Stück, also ein Playset. Auch wenn man ihn wahrscheinlich nicht mal dreimal spielt. Weil die meisten Tributmonster spielen sie, glaube ich, einmal. Wenn nicht, manche vielleicht zweimal, aber ne, du willst ja nicht bricken damit. Keurs, also Curse, das Achtheitslicht, habe ich nur 2-mal gezogen. Sehr unlucky, weil den, der ist halt ein bisschen besser, deswegen spielt man den vermutlich auch 1-2-mal. So, und die beiden Ultra-Rares, Aaron, der Achtheitskönig, und Amunesia, die Achtheitskönigin. Also sehr, sehr schön, dass ich beide bekommen habe, auch wenn ich keinen Octo-Abyss bekommen habe. Aber das ist per se ja nicht so schlimm, weil ich ja eben die beiden bekommen habe. Die sind eigentlich auch... Also, ich habe so ziemlich von den wichtigsten Karten alle, bis auf den Gott. Der Gott ist ja nicht mal... Den musst du nicht mal spielen. Der ist ein geiler Boardwipe und der ist ja auch das Bossmonster. Aber man kann ihn theoretisch weglassen. Tommy schreibt, Marschalle der Hübsche. Dankeschön dafür. Resümee. Ich habe zwar keine Ahnung, wie viel die Karten wert sind, da ich aber die meisten Karten behalten, oder dass ich zumindest ein Drittel der Karten behalten werde. Ein Drittel werde ich Ludwig verkaufen und ein anderes Drittel muss ich fast schon verkaufen, weil sonst werde ich keinen Gewinn daraus machen, auch wenn Solfacor sehr, sehr hübsch ist und ich die Karten echt behalten möchte. Ich werde die vielleicht sogar behalten, aber das ist das Geld echt nicht wert, to be honest. Ei, scheiße. Da muss ich noch mit mir hadern. Sagen wir mal so, wenn ich das eine Thema behalte, das andere Thema und beide Themen verkaufe, plus alle anderen Karten verkaufe, werde ich ein bisschen Minus gemacht haben. Vermutlich so, weil ich habe für die beiden Displays jeweils ungefähr so 55 Euro gezahlt, das ist 110 Euro. Und wenn, sagen wir mal, ich verkaufe die alle Karten, ich werde da so... Schwierig zu sagen, ne? Es kommt auch an, wie viele Mengen gekauft werden. Ich glaube, ich mache die Hälfte wieder rein. Vielleicht.
wenn es gut hochkommt, sage ich mal. Ich kann es, ich bin schlecht im Schätzen, ihr wisst es, Freunde. Deswegen, also ich habe auf jeden Fall derbe Minus gemacht, weil ich weder eine Collector's Rare noch eben mein ganzes, also alles das bekommen habe, was ich wollte. Ich habe ja nur 80% oder 90% von den 8-Hits-Karten bekommen. Ja, mir fehlt der Octoverse, mir fehlt ein dritter 8-Hits-Licht, mir fehlt eine dritte Naya, mir fehlen zweite und dritte Lilie. Ist natürlich sehr suboptimal, aber ich bin einigermaßen zufrieden. Ne? Es könnte viel schlimmer kommen. Es könnte sein, dass ich habe nämlich 6 verschiedene Ultras. Das ist geil. Es hätte sein können, dass ich doppelte Ultras kriege und das wäre sehr scheiße gewesen. Doppelte Ultras sind so, ja, kannst halt verkaufen, aber du willst ja schon verschiedene haben eigentlich normalerweise, damit du von jedem einen hast. So, jo, jo. Gut. Das war mein Opening zu Ancient Guardian. Ancient Guardians. Ich hoffe, es hat euch mehr oder weniger Spaß gemacht. Ich hoffe, das war ein einigermaßen unterhaltsames Video. I don't know, wer sich das anschauen würde. Lol. Aber ja, mir hat Spaß gemacht. Ich habe zwar gesagt, dass ich es nicht öfter machen werde, aber wie gesagt, das ist nicht ganz auszuschließen. Ich glaube, es kommt drauf an, was so die nächsten Displays kommen, aber Ancient Guardians bzw. 8 halt, also Abyss, Octoedic wollte ich auf jeden Fall spielen, weil mir die Mechanik des Decks sehr, sehr gefällt. Und es ist ein cooles Reptil-Deck, es ist so an die ägyptischen Götter angelehnt oder ägyptische Mythologie und das ist etwas, was in Yu-Gi-Oh! Zwar schon öfter aufgegriffen wurde, aber jetzt in diesem, es fühlt sich mehr für mich wie die ägyptische Mythologie an, mehr wie die Originale mit dem Gold und den Reptilien und sieht schon, ist schon sehr nice. Ja, danke fürs Anschauen, haut rein und bis zum nächsten Opening. Ciao. Zwei Stunden, Digga, what the fuck? Jetzt erstmal League spielen.